Vor 2 Jahren. Bestimmt gibt es eine Möglichkeit, da auf die andere Seite zu kommen, aber das hat nicht mehr Fierce und Fire geschafft. Der hat auch gesagt, okay, ich bin da oben, das reicht mir. Ich will wirklich nach da oben. Ist alles in Ordnung mit mir? Ich muss das jetzt durchziehen, weil ihr habt an mich geglaubt. Und ich darf euer Vertrauen nicht brechen, Leute. Es gibt nämlich eine Challenge, das hat bisher noch kein anderer gemacht. Wir haben es angesprochen, dass wir es versuchen könnten. Aber ich habe mich nicht getraut, das zu versuchen, weil ich dachte, das ist eh viel zu schwer. Seht ihr diese Säulen da vorne? Also entweder auf diese Säule oder auf diese Säule. Das ist der Plan. Da oben stehen. Gucken wir doch mal ganz kurz in das Video von damals, liebe Freunde. Denn um da raufzukommen, muss ich etwas anderes machen. Es geht darum, hier hochzukommen. Und ich habe das, glaube ich, 7 Stunden lang probiert oder so, bis ich aufgegeben habe. Du schüttelst falsch. Okay, dann erklär mir doch mal, wie ich richtig schüttel. Du Einfallspinsel. Ich muss mich, glaube ich, damit abfinden, dass ich diese Challenge nicht schaffen werde. Und am nächsten Morgen habe ich es nochmal probiert. Da war auch ein Kumpel zu Besuch und dann habe ich es offscreen geschafft. Aber jetzt will ich nicht nur das schaffen, sondern ich will auf die andere Seite der Kirche. Bestimmt gibt es eine Möglichkeit, da auf die andere Seite zu kommen, aber das hat nicht mal Fierce und Fire geschafft. Der hat auch gesagt, okay, ich bin da oben, das reicht mir. Ich habe es nicht mal versucht, weil ich mir dachte, okay, das ist zu hart. Heute ist der Tag gekommen. Ich werde es heute machen. Let's fucking go. Ah, shit. Ich dachte, das reicht schon. Aber es gibt eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar funktioniert das inzwischen viel, viel besser als bei dem letzten Stream vor 2 Jahren. Aktiv-Challenges habe ich ja das letzte Mal vor 2 Jahren gemacht. Aber irgendwie habe ich es nicht verlernt. Das ist wie Fahrradfahren. Und ich bin sogar besser als damals. Ah, schon wieder. Das Problem ist mir irgendwie neu. Damals ist mir das noch nie passiert. Ich glaube, das liegt daran, dass ich zu weit bin. Also ich muss auf jeden Fall schon vorher den Hecksprung machen. Aber die Frage ist, ab wann genau? Ah nein, warum ist das passiert? Ach, come on. Da hätte ich wieder einen Hecksprung machen müssen. Okay, also man kann das tatsächlich zu viel machen. Die Sache ist, ich bin zu gut. Das ist das Problem. Das klingt jetzt wieder mega flex, aber ich mache zu viel. Ich muss schon früher aufhören, dann den Hecksprung machen. Aber ich denke mir jedes Mal, komm, einer geht noch. Dann, keine Ahnung, stecke ich halt fest, weil ich zu hoch bin. Also man kann hier tatsächlich zu hoch sein. Schon wieder Höhe verloren? Was? Also wir müssen es ja nicht nur schaffen nach da oben, sondern wir müssen auch auf die andere Seite der Kirche, ey. Das wird hart. Ach, warum reicht das nicht? Wie gesagt, ich muss die Cap hier entweder nach links oder nach rechts schmeißen. Dabei muss ich den Controller so bewegen oder so bewegen. Aber ich darf den nicht so bewegen, weil das funktioniert nicht. Also entweder nach links oder nach rechts. Oh, scheiße, was war das? Es ist so stressig. Oh mein Gott, mir ist so warm, ne? Jetzt mal ohne Spaß, mir ist so warm. Wenn ich die ganze Zeit so mache und so, vergesst Workout. Beziehungsweise, das ist mein Workout. Ich will wirklich nach da oben. Ist alles in Ordnung mit mir? Ich muss das jetzt durchziehen, weil ihr habt an mich geglaubt. Und ich darf euer Vertrauen nicht brechen, Leute. Nein! Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ah, ich raste aus, was war das? Guck mal, genau, was machst du da? Was macht Capi da auf der linken Seite der Mauer? Oh, gerettet. Wir haben die Challenge noch nicht geschafft. Leute schreiben GG, als hätten wir irgendwas an dieser Challenge geschafft. Ich wäre wieder fast runtergefallen. Wir müssen nämlich nach da ganz vorne. Also da vorne sind so 2 Säulen. Das ist die neue Challenge. Let's go. Okay, hier können wir stehen. Weiter geht's. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, das ist die nächste Säule. Oh, das war eine unsichtbare Wand. Das heißt, wir müssen unsichtbare Wände auch irgendwie in Betracht ziehen. Okay, hier ist die nächste Säule. Wir können drauf stehen. Okay, die Kollision ist ein bisschen komisch, aber wir können drauf stehen. Das ist die Hauptsache. Okay. Das ist die nächste. Und? Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir stehen, wir stehen, wir stehen. Okay, wir haben die Challenge, glaube ich, geschafft. Ja, wir haben sie geschafft. Oh mein Gott, es ist möglich. Wir hatten vielleicht bei dem ersten Part ganz viel Pech, aber dafür bei dem zweiten Part extrem viel Glück. Es gab eine Stelle, wo ich fast runtergefallen bin, aber we fucking did it, Alter. Wir sind hier. Das war die Challenge. Beim letzten Mal habe ich gesagt, wir können das nicht machen. Wir werden das nicht schaffen. Es ist viel zu anstrengend. Selbst Fierce and Fire hat es damals nicht probiert. Wir haben es geschafft. Wir sind nicht nur auf die linke gekommen, wir sind auch auf die rechte gekommen. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Und ihr habt an mich geglaubt. Also es hat ungefähr 1/2 Stunde gedauert. Eigentlich hat es genau 1/2 Stunde gedauert. Ich schwitze, Junge. Und jetzt machen wir andere Challenges.
habe ich gehört, oder? Weil es gab noch eine andere Challenge, die habe ich damals, glaube ich, nicht geschafft. Und irgendwann habe ich aufgegeben. Irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, fuck it, ich werde das nicht mehr machen. Ich weiß, Small End hat das geschafft. Und wenn Small End das geschafft hat, dann muss ich das eigentlich auch schaffen. Und das befindet sich in New Donk City. Wir begeben uns in den Ghoulie da vorne. Ab in den Ghoulie. Also im Grunde ist die Challenge einfach nur irgendwie nach da oben kommen. Warte, ich zeige euch das mal kurz. Wie gesagt, es geht mir halt im Grunde einfach nur darum, irgendwie nach da oben zu gelangen. Also man könnte auf der Pipe landen und dann wäre man auf dem Dach. Aber das ist super schwer. Ja, also auf jeden Fall muss ich da oben auf die Pipe. Das Beste ist, wenn ich einen Wandsprung mache, nicht an der Pipe, sondern an der Mauer. Und ich habe gesehen, dass Maul End das irgendwann mal gemacht hat. Und das sah schon ziemlich wild aus. Und er hat, glaube ich, auch eine Stunde gebraucht oder so. Ich denke, wir werden auch mindestens eine Stunde brauchen, sofern wir es überhaupt schaffen. Bibi hat das geschafft. Not bad. Die Hitbox ist super komisch. Lass mich kurz überlegen. Also die Sache ist, am besten ist natürlich, wenn man ungefähr von hier anfängt. Oh, das war gut. Oh mein Gott. Ja, ungefähr so. Aber ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Höhe. Oh, das war ein bisschen zu tief. Aber diesmal hatten wir ein bisschen mehr Entfernung, das ist gut. Natürlich könnt ihr Tipps geben, das ist kein Problem. Aber nicht so offensichtliche wie dummes Käppi werfen. Oh, das war, glaube ich, nicht... Oh, okay, das war extrem knapp. Wenn wir das jetzt geschafft hätten, ne? Er hätte Small End einfach fast eine Stunde gebraucht und wir 10 Minuten. Aber habt ihr gesehen, ich wäre eigentlich oben gewesen. Leider ist da eine unsichtbare Wand. Wir müssen eine ganz bestimmte Hitbox treffen, damit das funktioniert. Ja, die Höhe war nicht schlecht, aber ich bin leider viel zu nah dran gewesen. Ja, so. Oh mein Gott! Okay, ich glaube wirklich 1 Millimeter höher und wir hätten es geschafft. Irgendwann triggert diese Musik, ich sag's euch. Oh mein Gott, es ist so knapp geworden, Leute. Wie gesagt, das ist Trial and Error. Mir fallen Sachen auf, dann probiere ich es nochmal. Dies, das, Anyways. Wow! Wir kommen der Sache näher, liebe Freunde. Ich versuche das wirklich am höchsten Punkt zu machen, ne? Aber es klappt trotzdem nicht. Da ist eine unsichtbare Wand und wegen der unsichtbaren Wand komme ich da nicht hoch. Es ist so nervig, Junge. Also ich habe bisher immer diagonal nach oben rechts gedrückt, um den Walljump zu machen, beziehungsweise um die Cap zu werfen kurz vor dem Walljump, aber ich muss wirklich straight nach rechts drücken. Das sind so Kleinigkeiten, die sind eigentlich super wichtig. Zack, zack, zack. Oh. Ich bin wieder zu nah an der Röhre, aber ich bin extrem hoch. Oh mein Gott, das war so eine perfekte Höhe. Wir hätten es einfach geschafft, liebe Freunde. Ist mir scheißegal, ob das jemand langweilig findet. Ist mir alles scheißegal. Also ich bin jetzt einfach nur, ich existiere gerade einfach nur, um diese Challenge hier zu schaffen. Ah. Ey. Oh mein Gott, es ist halt immer so knapp, ne? Ich sage jetzt einfach nicht viel, weil ich habe einfach nichts zu sagen. Ist ja nicht toxisch, wenn ich mal meine Fresse halte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ich bin sogar fast runtergefallen. Holy shit, ich kann nicht mehr. Endlich, oben! Seht euch das an. Dieser Sprung gehört auf jeden Fall zu den Top 3 schlimmsten Sprünge, die ich je in Mario Odyssey gemacht habe. Ich glaube, das ist sogar Top 2, wenn nicht Top 1. Also mir persönlich fällt gerade kein schlimmerer Sprung ein. Also es gibt auf jeden Fall Challenges, für die habe ich länger gebraucht. Das ist zum Beispiel vor 2 Jahren diese eine Challenge in der Kirche. Da habe ich, glaube ich, 5 bis 7 Stunden gebraucht und immer noch nicht geschafft. Dann irgendwann aufgegeben und am nächsten Tag geschafft. Und hierfür habe ich, glaube ich, 2 Stunden gebraucht, oder? Ja, 2 Stunden habe ich hierfür gebraucht. Oh mein Gott. Das ist die Hitbox, by the way. Deswegen bin ich da immer gegengeknallt, falls ihr euch gefragt habt, warum das passiert. Guckt euch diese Hitbox an. Was ist das? Was ist diese Hitbox? Aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.